Aus gegebenen Anlass, weil ich in letzter Zeit viel Playerball vom JBB Hall of Shame höre, wenn ich versuche, meinem Akinator viele vom JBB rauszusuchen. Viel Spaß, meine lieben Monster. So, da wären wir. Und meine Figur wurde durch YouTube bekannt. Das ist hundertprozentig richtig. Zuerst werde ich versuchen, Playerboy herauszufinden. Playerboy-Rap schlägt ein. Und die anderen müssen mitraten. Spielt deine Figur in Minecraft Varo 3 mit? Nein. Meine Figur ist männlich. Hat nicht über 1 Million Abonnenten. Kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Spielt deine Figur in Minecraft? Nein. Deine Figur hat es mit Spielen zu tun? Nein. Wahrscheinlich hat sie ein Handy. Meine Figur hat was mit Musik zu tun, das ist richtig. Meine Figur ist aber nicht maskiert. Hat deine Figur beim Julians Block Battle mitgemacht? Kann man so sagen. Es war ja JBB Hall of Shame, ne? Ja. Wir sind die Hall of Shame Erfinder. Hat deine Figur eine Glatze? Nein, meine Figur hat keine Glatze und sie trägt eine Brille. Meine Figur lebt deine Figur mit einem Mann zusammen? Das weiß ich nicht. Wird deine Figur im Allgemeinen mit Vor- und Nachnamen genannt? Nein, wird sie nicht. Meine... Warum? Wenn meine Figur beim JPB mitgemacht hat, warum sollte sie dann bei Final Fantasy dazugehören? Nein. Meine Figur trägt wahrscheinlich auch keinen Bart. Singt deine Figur schlecht? Ey, das kann man nicht sagen. Ich feiere die Runde, die ich jetzt einblende, so sehr, Alter. Auf jeden Fall, ich feiere die. Geh zu dem Mayor-Boy. Ich erfinde das Game jetzt neu. Ich bin dieser Typ, den die Labels wollen. Du nur der, auf den die Gay-Kids callen. Und deine Figur ist schlecht. Als Hall of Shame war, wird das wahrscheinlich passen. Ich sag, nein. Ist deine Figur ein Schwamm? Nee. Spielt deine Figur Akinator? Wahrscheinlich nicht. Ist deine Figur eher dick? Nein. Ist deine Figur muskulös? Nein. Trägt deine Figur einen Namen, der ausländisch klingt? Nein. Kommt deine Figur aus Norddeutschland? Aber das weiß ich nicht. Deine Figur schüchtern? Wahrscheinlich nicht. War deine Figur beim VBT? Nein, war sie nicht. Ahaha, Jan Hendrik. Rapper. Ja, das ist richtig. Akinator hast du gut gemacht. So. Pass auf, versuchen wir mal, noch jemanden aus der Hall of Shame zu spielen. Wurde deine Figur durch YouTube bekannt? Ja. Ich spiele nicht in Varo 3 mit. Meine Figur ist auch nicht weiblich. Würde mich überraschen, wenn es über 1 Million Abonnenten hat. Nein, hat meine Figur nicht. Meine Figur spielt auch keine Minecraft. Die hat wahrscheinlich ein Handy. Und sie hat auch wieder mit Musik zu tun. Das ist richtig. Ist deine Figur maskiert? Ja. Meine Figur ist aber kein Schwamm-Akinator. Ist deine Figur ein Schnabel? Meine Figur ist auch nicht Ente. Wir kommen näher. Ist deine Figur rosa-rot? Ja. Trägt deine Figur oft Frauenkleidung? Ich schätze. Nein. Deine Figur mit Selfmade Records zu tun? Oh, das weiß ich nicht. Nein, sie hat nicht mehr als 1 Million YouTube-Abonnenten. Und du denkst an Gay Butters und du hast richtig gedacht. Akinator, du weißt wirklich alles. Als ich Gayer Boys Kölner Dom gesehen hab, da konnte mein Penis nicht anders und schrieb diesen Gay Butters. Wenn du dieses Video sehen solltest, Akinator. Und jetzt, versuchen wir mal was ganz anderes. Ist deine Figur durch YouTube berühmt geworden? Berühmt in Anführungsstrichen, ja. Meine Figur war nicht bei Varo 2 dabei. Meine Figur ist männlich, tatsächlich. Sie hat was mit Spielen zu tun. Trägt deine Figur einen Bart? Nein. Ist deine Figur Gamer für Minecraft? Ja. War deine Figur bei Minecraft Fusion Fall? Nein, war sie nicht. Ist deine Figur blond? Ja, ist sie. Und deine Figur in München? Nein. Sagt deine Figur bei YouTube am Anfang, hallo, mein Name ist Luca. Nein, ich bin nicht Concrafter. Jetzt hast du's verraten, du Trottel! Meine Figur hat auch nicht über 1 Million Abonnenten. Die spielt auch nicht in Varo 3. Meine Figur hat über 200.000 Abonnenten, hat sie auch nicht. Wird deine Figur von einer Schlange begleitet? Nein. Deine Figur älter als 18? Nein. Hat deine Figur über 40.000 Instagram Abonnenten? Nein, hat sie nicht. Hat deine Figur einen außergewöhnlichen Kleidungsstil? Nicht wirklich. Spielt deine Figur Akinator? Ja. Und du und deine Figur im gleichen Haus? Ja, wahrscheinlich jetzt wisst ihr, wen ich meine. Siehst du deine Figur jeden Tag in der Schule oder auf der Arbeit? Ja,
Hat deine Figur einen YouTube-Kanal? Ja, hat sie. Ich denke an deinen Schatten. Schatten? Du? Du hast auch einen YouTube-Kanal? Warum sagst du mir das denn? Irgendwas piepst hier die ganze Zeit. Was? Hä? Ich werde der Sache gleich auf den Grund gehen, ich sag's euch. Ich habe tatsächlich nicht an meinen Schatten gedacht, ich habe an mich selber gedacht. Und das habt ihr wahrscheinlich auch erraten. Deswegen reicht doch einfach mal, spielt mal Akinator. Link dazu ist unten in der Videobeschreibung, da könnt ihr spielen und versucht mal alles über mich herauszufinden oder schreibt da mal über mich und dann nein, nicht fortfahren und dann könnt ihr, wenn ihr gespielt habt, einfach eingeben, wen ihr meintet hinterher und dann versuche ich in der nächsten Folge Akinator mal mich bzw. mein Monster zu erraten, versucht mal mich über mein Monster oder mich zu spielen und dann versuche ich das zu erraten. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Wenn's dir da ist dieses scheiß Pizza. Was ist das? Das war's mit diesem Video, meine lieben Monster. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt. Bam, 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 bam. Ich weiß gar nicht, worum es geht. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Und, ja.